Herzlich willkommen. Wir haben uns angeschaut, wie wir Differentialgleichungen, Randwertprobleme diskretisieren können durch finite Differenzen. Also wenn wir so ein Randwertproblem haben, was aus der Diffusionsmodellierung kommt, dann führte uns das ja immer auf Ausdrücke dieser Form, dass wir hatten L von U gleich minus U2 Strich von x, darin standen, kamen die Diffusionseffekte rein, plus B von x. U' von x, das waren noch Konvektionseffekte, plus C von x, U von x, das waren noch chemische Reaktionen oder ein radioaktiver Zerfall zum Beispiel. Und diese Geschichte sollte gleich sein einem F von x, das waren äußere angelegte Quellen für alle x in 0, 1. Das Ganze haben wir uns angeguckt und hatten uns überlegt, wie wir solche diese Gleichung lösen oder diese Differentialgleichung lösen können, zum Beispiel mit Dirichlet-Randwerten. Und das, was wir in diesem Video machen, mit Alice-homogene Dirichlet-Randwerte haben. Also wir gucken uns diese Geschichte hier an mit homogenen Dirichlet-Randwerten. U von 0 gleich U von 1. Und dann haben wir uns überlegt, dann können wir das Ganze so angehen, dass wir das kritisieren. Wir ersetzen die unbekannte Funktion U, die wir eigentlich an allen Punkten x ja nicht kennen. Das ersetzen wir dadurch, dass wir sagen, wir wählen uns ein finites Gitter, ein Gitter von Punkten 0, 1, ein äquidistante Gitter, Gitterschritt weiter h. Also wir betrachten das U, ersetzen uns diese komplette Funktion U durch einen Vektor von Auswertung von U in endlich vielen Punkten. Wir ersetzen uns diese Gleichung, die eigentlich in allen Gitterpunkten gelten soll, dadurch, dass diese Gleichung nur noch in den Gitterpunkten xj gelten soll. Und das, was dann da drin vorkommt, U'xj und U2'xj, ersetzen wir durch finite Differenzen, wobei wir die Schrittweite gerade so wählen, dass sie zu der Gitterweite passt, dass wir also das U nur mit seinen rechten und linken Nachbarpunkten vergleichen, um auf die Art und Weise die Ableitung zu approximieren. Und damit hatten wir uns überlegt, dass wir etwas rauskriegen, damit kriegen wir ein lineares Gleichungssystem heraus, die unsere wahre Funktion U löst. Und die Hoffnung wäre, wenn wir dieses linearen Gleichungssysteme, also die wahre Funktion approximativ, zumindest ungefähr löst, und die Hoffnung wäre, wenn wir diese linearen Gleichungssysteme zum Beispiel exakt lösen oder auch approximativ lösen, dass das, was dann rauskommt, auch was zu tun hat mit der wahren Lösung. Dafür müssten wir also zeigen, dass was da rauskommt, und wir gucken uns das an, betrachte diese Geschichte mit homogenen Dirichlet-Randwerten und die Diskretisierung. LHUH gleich F, wie im letzten Video besprochen, über einem Gitter XI gleich I mal H, I gleich 0. Bis n plus 1. Ja, jetzt möchten wir natürlich gerne raushaben, dass die Diskretisierung, also wenn wir dieses Gleichungssystem, wir hatten uns überlegt, LHU ist wahrscheinlich ungefähr F, müssten wir uns noch überlegen, wenn wir in diesem Video machen. Und da wäre die Hoffnung, dass die wahre Lösung LHUH gleich F, dann erfüllt das UH in der Nähe von den Auswertungen der wahren Differentialgleichungslösung U liegt. Dafür müssten wir uns erstmal überlegen, ob das U tatsächlich diese Gleichung ungefähr löst. Denn wir hatten ja bisher immer nur so ein bisschen krude argumentiert, wir ersetzen die Ableitung irgendwie durch Differenzenquotienten. Wenn man da das h gegen 0 gehen lässt, werden die wahrscheinlich gegen die Ableitung gehen. Das müssen wir uns genauer angucken. Und eigentlich wäre es richtig, sich noch mehr genauer anzugucken. Wir wissen ja noch nicht mal, ob eine Lösung existiert von dieser Differentialgleichung. Und da sind Sie aus dem Rest der Vorlesung verwöhnt mit den gewöhnlichen Differentialgleichungen. Die verwöhnen einen nämlich. Bei den gewöhnlichen Differentialgleichungen haben wir eine wunderbar umfassende Lösungstheorie bei den Anfangswertproblemen, um genau zu sein. Die gewöhnliche Differentialgleichung ist das ja immer noch. Bei den Anfangswertproblemen haben wir eine wunderbar umfassende Lösungstheorie. Unter sehr milden Annahmen wissen wir, dass eine ganz furchtbar große Klasse von gewöhnlichen Differentialgleichungen eindeutig lösbar sind. Und wir haben auch Lösungsverfahren, die für diese große Klasse funktionieren. Bei den partiellen Differentialgleichungen, und dieses Randwertproblem ist, wenn Sie schon so wollen, das erbt schon so die schlechten Eigenschaften der partiellen Differentialgleichung, auch obwohl die nur nach einer Variable abgeleitet wird. Aber allein durch die Randwerte kriegen wir schon Probleme rein, dass die Lösbarkeit nicht mehr klar ist.
Wenn Sie die Anfangswerte in einem Punkt kennen würden, also das System zweiter Ordnung umschreiben würden in ein System erster Ordnung mit einem Vektor, mit einem zweikomponentigen Vektor und dafür die Anfangswerte kennen würden, also U und U' kennen würden in einem Punkt, dann könnten Sie das als gewöhnliche Differentialgleichung wunderbar lösen, wissen, es hatte mal eine Lösung. Aber ob das Randwertproblem lösbar ist, ist ungleich schwieriger zu beweisen. Noch schlimmer ist es dann bei der partiellen Differentialgleichung. Die Lösungstheorie da ist ungleich schwieriger. Auch die Numerik ist ungleich schwieriger. Also wirklich zu beweisen, dass dieses UH dagegen U konvergiert, werden wir nur schaffen im Rahmen dieser Vorlesung, ja, für diese relativ einfache Gleichung, die aber immerhin sehr wichtig ist, weil sie alle möglichen Diffusionsprozesse beschreibt. Und wir werden es auch nicht schaffen, die Lösbarkeit mitzuzeigen. Das heißt, wir werden die Konvergenz nur zeigen können unter der Annahme, dass die Lösbarkeit vorhanden ist. Also wir werden annehmen, wir nehmen dabei an, dass eine Lösung existiert, UNC4 werden wir brauchen für unsere Konvergenztheorie von unserer Differentialgleichung Stern. Und außerdem nehmen wir noch an, dass die Koeffizienten, die hier vorkommen, das B und das C, die müssen ebenfalls eine gewisse Glattheit haben. Und das, was ich Ihnen zeigen werde, wird C2-Glattheit für das B benötigen und einfach nur Stetigkeit von dem C. Und wir nehmen noch ein bisschen mehr an. Wir werden nämlich noch zusätzlich annehmen, dass C von x größer ist als 0 für alle x in 0, 1. Also das C ist positiv und bleibt auch von der 0 wegbeschränkt. Dadurch, dass es stetig ist, ist das Minimum damit auch größer 0. Also das C bleibt echt weg von der 0. Ja, und das sind keine trivialen Annahmen. Also an der Stelle ist tatsächlich die Theorie nicht so schön, wie wir sie gerne hätten. Bei den finiten Differenzenverfahren, die sind sehr natürlich anzuwenden, aber ihre Konvergenz wirklich zu zeigen, gelingt uns typischerweise nur für große Spezialfälle. Und das hängt ganz eng damit zusammen, dass auch die Lösungstheorie für die Gleichung, die wir da betrachten, hier und danach noch mehr bei den partiellen Differentialgleichungen, dass auch die ungleich viel schwieriger ist. Und die schöne Antwort auf die Fragen, nämlich wie man die Gleichung ja auf eine vernünftige Art und Weise so interpretieren kann oder so in so eine Form bringen kann, dass zumindest für eine große Klasse von Gleichungen die Lösbarkeit wirklich sauber sichergestellt ist und auch die numerischen Verfahren sauber die Konvergenz sichergestellt ist, auch ohne zu viel Glattheit zu fordern an die Koeffizienten. Sie möchten natürlich in der Welt auch Dinge ja, behandeln, wo sie Sprünge haben in den Materialkonstanten, wo sie ein Material zum Beispiel zusammengesetzt haben aus zwei anderen Materialien, sagen wir, und ein Holzteil, was an ein Metallteil angrenzt und die Wärme fließt dadurch. Das sind ja oft die sehr spannenden Fragestellungen, wenn Sie an technische Entwicklung denken. Was passiert an der Stelle? Geht da irgendwas kaputt? Geht da irgendwas auf, wenn ich zwei Materialien aneinander füge? Also von daher sind das Annahmen, die wir eigentlich nicht machen möchten. Die richtig schöne Antwort, wie man das Ganze schöner machen kann, die bleibe ich Ihnen in der kompletten Vorlesung noch schuldig. Die werde ich Ihnen erst in der Folgevorlesung in der Numerik partieller Differentialgleichung vorstellen. Das heißt, was ich Ihnen hier zeige, ist wirklich unter diesen ganz speziellen Bedingungen. Wir nehmen an, es wäre schon klar sichergestellt, dass es eine Lösung gibt dieser Gleichung. Wir nehmen an, es wäre schon sichergestellt, dass die Lösung auch noch eine ausreichend hohe Regularität hat, nämlich C4. Es wäre sichergestellt, dass auch die Koeffizienten, die da drin stehen, eine hohe Regularität haben, nämlich C2, das B und zumindest noch stetig das C. Und wir nehmen an, das ist eigentlich noch die natürlichste Annahme von dem, was wir hier reinstecken, dass das C, was hier drin steckt, größer ist als 0. Und dass das C, was da drin steckt, größer ist als 0, das bedeutete physikalisch ja gerade, dass wir eine Reaktion haben oder einen radioaktiven Zerfall. Das heißt, die Teilchen, die wir da drin haben, die werden weniger mit der Zeit. Also zum Beispiel, wenn Sie an die Wärmeleitung im Stab denken, dann ist die ganz natürliche Annahme, dass in dem Stab überall eine gewisse Wärme verloren geht. Also das C wäre sowas, wenn Sie umrechnen in Halbwertszeit, wenn Sie den Stab einfach sich selber überlassen würden, dann wäre in der, das kam ja ursprünglich aus einer zeitabhängigen Gleichung, dann wäre an dieser Stelle, wenn wir zwar eine gewisse Wärme hätten, wäre nach einer gewissen Zeit nur noch die Hälfte der Wärme da, weil der Stab die ansonsten nach außen abgegeben hat. Und das ist eine recht natürliche Annahme, weil die zum Beispiel sicherstellt, dass es immer so ein stationäres Gleichgewicht gibt. Ansonsten, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben den Stab und der würde im Innern nichts an Wärme verlieren. Sie pumpen einfach von links und rechts
Wärme rein und haben links und rechts einen Fluss, den sie reingeben, dann könnte das Ganze gar keine Lösung mehr haben, keine stationäre Lösung, weil die Wärme natürlich einfach immer mehr werden wird in diesem Star. Und dadurch, dass sie aber ein C mit drin haben, was größer ist als 0, würde das dafür sorgen, dass über einem Stab aber Wärme verloren geht und stellt ihnen zumindest intuitiv wahrscheinlich schon mal die Lösbarkeit sicher, auch für den Fall, dass sie ansonsten keinen ausgeglichenen Wärmefluss mit haben. Und das, was wir hier machen, kriegt man auch noch für C größer gleich 0 hin. Das ist dann ein kleines bisschen mehr Aufwand, aber nicht viel. Und für negative Cs hat man tatsächlich Probleme, weil negative Cs bedeuten würden, dass sich Dinge vermehren in dem Stab, also dass sich Teilchen, dass es zum Beispiel eine Bakterienkultur ist, die sich einfach alle paar Sekunden verdoppelt, und dann hat man typischerweise einfach keine stationären Lösungen mehr. Also C kleiner als 0 macht meistens keinen Sinn vom stationären Fall her. C auf größer gleich 0, dass sie das gleich 0 auch noch zulassen, ist machbar, ist aber noch ein bisschen technischer als das, was wir hier in der Vorlesung haben. Ja, das Erste, was wir uns jetzt überlegen werden, wir haben die ganze Zeit gesagt, LHU ist ungefähr F. So haben wir ja diese Gleichung LHU gleich F, diese Diskretisierung, motiviert, haben uns überlegt, welche Gleichung erfüllt die wahre Lösung, weil wir da die Ableitung ersetzen durch Differenzenquotienten. Das möchte ich zuerst mit Ihnen ganz, ganz präzise und auch quantitativ machen, also ein Lemma. Die wahren Lösungsauswertung, also u von x1 bis u von xn, dieser Vektor der Auswertung der wahren Lösung der Differentialgleichung erfüllt, dass ein c größer 0 existiert, so dass LHU gleich f in dem Sinne gilt, dass LHU minus f die Norm davon kleiner gleich ist c mal h². Das heißt also, dieses approximierende Problem, wir haben unser kompliziertes Problem, LU gleich f, also die Differentialgleichung, ersetzt durch das einfachere Problem, das lineare Gleichungssystem, und die wahre Lösung erfüllt das approximierende Problem bis auf einen Term der Größenordnung h². Man nennt das deswegen auch Konsistenzordnung 2, bei diesen finiten Differenzenverfahren. Also die wahre Lösung ersetzt, wir ersetzen unser eigentliches Problem durch ein einfaches Problem, und dieses einfache Problem, das wird von der wahren Lösung bis auf den Term der Größenordnung, der Ordnung 2, gelöst. Und da muss man sich noch Gedanken machen, in welchen Normen man das optimalerweise misst. Sie haben da nämlich das ein Problem mit dabei: wenn Sie das h verkleinern, dann werden Ihre Vektoren ja immer länger. Und je kleiner Sie das h machen, umso mehr Auswertungspunkte haben Sie. Das heißt, die Vektoren werden länger. Und wenn Sie dann sowas nehmen wie die 1-Norm, 2-Norm, 3-Norm oder so, dann haben Sie allein dadurch, dass Sie mehr Punkte, mehr Einträge in dem Vektor haben, wird Ihr Vektor schon größer. Also wenn Sie überall einen Fehler haben von 1 und Sie haben die 2-Norm von einem Vektor, wo zweimal eine 1 drin steht, dann haben Sie da Wurzel 2 als Norm. Und wenn Sie den Vektor haben, wo 10 mal die 1 drin steht, dann haben Sie entsprechend schon die Wurzel aus 10 für die 2-Norm. Das heißt, die 2-Norm wird einfach dadurch größer, dass der Vektor Länge selber mehr wird. Und schöner ist es deswegen, also entweder müssen Sie sich damit behelfen, dass Sie die 2-Norm noch irgendwie durch n, durch die Anzahl der Gitterpunkte teilen und das noch irgendwie rausnormieren, oder noch schöner ist es typischerweise, wenn man schafft, Abschätzungen hinzukriegen. Wir haben endlich Norm, oder hat man einfach eine Abschätzung für das Maximum, egal wie viele es sind, der maximale Abstand von meinem U in dem Punkt, wo die Gleichung gelten soll. Wenn ich da die wahre Lösung einsetze, setze ich meine finiten Differenzen ein, und nicht anstatt die Ableitung zu bilden, dann ist an all den Punkten, wo die Gleichung ausgewertet wird, der Fehler maximal 10 mal h². Und das werden wir tatsächlich zeigen, und der Beweis ist ganz einfach, denn wenn wir uns überlegen, dieses LHU minus f, da steckten ja einfach diese zentralen finiten Differenzen drin. Also der ITER-Eintrag von LHU minus f, der sieht ja gerade so aus, ich schreibe Ihnen das mal so, also LHU minus f in Klammern unten i soll bedeuten, LHU minus f ist ein Vektor, und von diesem Vektor der ITER-Eintrag, wir könnten auch schreiben EI transponiert mal LHU minus f, also den ITER-Eintrag von LHU minus f rausgeholt.
Was stand denn dem gerade drin? Nun, den hatten wir ja gerade so gebastelt, wenn Sie sich ans letzte Video erinnern, da hatten wir das mit diesem R und dem S und dem D dann in Matrixform aufgeschrieben, aber dieses R, das S und das D hatten wir gerade so gewählt, dass diese Geschichte hier den Differenzquotienten entsprach, also dass das gleich ist minus dem zentralen Differenzquotient zweiter Ordnung an der Stelle xi plus b von xi zentraler Differenzenquotient erster Ordnung an der Stelle xi plus c von xi u von xi und dass diese Geschichte gleich f von xi ist. Also wir waren gestartet damit, dass f von xi ist gleich minus zweite Ableitung von u von x plus b von x u' von x plus c von x u von x. Und dann haben wir gesagt, das ist ungefähr zweite Ableitung ist ungefähr dh Quadrat von u, erste Ableitung ist ungefähr dh von u. Das heißt, und wir wissen ja, dass f ist tatsächlich gleich die, also das u löst die wahre Differentialgleichung mit dem f. Das heißt, das f selber, das ist tatsächlich minus u2' von xi plus b von xi u' von xi plus c von xi u von xi. Also wenn Sie das jetzt voneinander, wenn Sie das jetzt da abziehen, dann ist der Term mit dem c von xi, u von xi ist weg und es bleibt einfach stehen b von xi mal zentrale Differenzenquotient für erster Ordnung minus wahre erste Ableitung und vorne zentrale Differenzenquotient zweiter Ordnung minus wahre zweite Ableitung. Das heißt, alles, was wir zeigen müssen, ist, dass dieser Differenzenquotient zweiter Ordnung wirklich bis auf zweite Ordnung, also der Differenzenquotient für die zweite Ableitung, dass der bis auf einen Term der Größenordnung h Quadrat auch u2' approximiert und dass der Differenzenquotient für die erste Ableitung bis auf h Quadrat die erste Ableitung approximiert. Also alles, was wir zeigen müssen, ist, dass dh u von xi, dass das tatsächlich gleich u' von xi ist, bis auf Terme der Größenordnung h Quadrat und dass dh Quadrat das entsprechende löst mit u2' von xi plus Terme der Größenordnung h Quadrat. Ja, und das kriegen wir natürlich ganz einfach raus durch Taylor-Entwicklung. Also was wir dafür machen werden, ist, wir entwickeln die Ausdrücke, die da drin stehen in den finiten Differenzenquotienten, die entwickeln wir mit Taylor. Also da steckt ja u von xi plus h und u von xi minus h mit drin in beiden Ausdrücken. Und das entsprechend nehmen wir Taylor, u von xi plus h ist ja gleich u von xi plus h mal u' von xi plus h Quadrat halbe u2' von xi. Und ich werde es brauchen bis u von h hoch 4, weil bei den zentralen Differenzen für die zweite Ableitung wird er durch h Quadrat geteilt. Also sobald ich dann Term habe mit u von h hoch 4, wenn der durch h Quadrat geteilt wird, ist der auch immer noch u von h Quadrat. Dann machen wir es noch ein bisschen weiter. Das wäre also noch 1 plus 1 durch 3 Fakultät, also ein Sechstel h hoch 3 u3' von xi plus Terme der Größenordnung h hoch 4. Dieselbe Geschichte mit minus h. Dann muss ich einfach, wenn ich einfach abschreiben von oben mit minus h statt h, also u von xi minus h u' von xi minus 1 halb h Quadrat, Entschuldigung, bei h Quadrat macht das minus nichts aus, also plus 1 halb h Quadrat. U2'xi, aber hier wieder minus ein Sechstel h hoch 3 u3' von xi plus u von h hoch 4. Ja, und damit kann ich direkt ablesen, wie gut diese finiten Differenzenquotienten sind, nämlich mein dh u von xi, der war ja gerade u von xi plus h minus u von xi minus h. Und das Ganze geteilt durch 2h. Und wenn wir das jetzt einfach oben abschreiben, dann hätten wir also u von xi plus h minus u von xi minus h. Und dann sehen wir, da kürzt sich das u von xi, das kürzt sich raus. Der Term mit dem hu' von xi wird so, machen wir also hu' von xi minus minus hu' von xi geteilt durch 2h, gibt also gerade u'
von xi, der Term mit 1/2 h Quadrat und 2 xi, der kürzt sich gerade raus. Also das hebt sich auf und dann bleibt noch stehen 1/6 h hoch 3 u 3 Strich minus 1/6, also insgesamt plus 2/6 oder plus 1/3. H hoch 3 u 3 Strich von xi plus o von h hoch 4. Das heißt also, was hier übrig bleibt, wäre gerade ein Term, jetzt habe ich vergessen, durch h, noch durch h zu teilen. Also diese ganze Geschichte hier müsste auch noch geteilt werden durch 2h. Und Sie sehen, das, was da rauskommt, ist gerade ein Term der Größenordnung o von h Quadrat. Also kriegen wir u' von xi tatsächlich bis auf einen Term der Größenordnung o von h Quadrat raus. Plus o von h Quadrat. Das passt also. Gucken wir uns an, dh Quadrat u, der Differenzenquotient, zentraler Differenzenquotient zweiter Ordnung. Der war ja gerade u von xi plus h minus u von xi plus u von xi minus h geteilt durch h Quadrat und in der Mitte muss ich 2 u von xi nehmen. Ja, und dann machen wir das ganze Spielchen nochmal, gucken uns an u von xi plus h plus u von xi minus h, gibt im ersten Term 2 u von xi, kürze ich gerade weg, wunderbar. H u Strich von xi taucht auf bei u von xi plus h und es taucht minus h u Strich von xi auf bei u von xi minus h, also der Term mit dem u Strich kürze ich ebenfalls weg, wunderbar. 1/2 h Quadrat u 2 Strich xi, geht mit dem Plus ein, haben wir also h Quadrat, u2 Strich von xi geteilt durch h Quadrat gibt gerade u2 Strich von xi, das passt. 1/6 h hoch 3 Term geht dann, kommt dann mit einem Minus obendrauf, der hebt sich wieder weg und der u von h hoch 4 Term plus u von a 4 Term durch h Quadrat Term gibt auch den u von h Quadrat Term. Das heißt also, das passt tatsächlich an beiden Stellen und damit haben wir die Behauptung gezeigt. Damit hätten wir also tatsächlich gezeigt, dass wir Konsistenzordnung 2 haben. Das heißt, unsere finiten Differenzen approximieren die wahre Ableitung bis auf einen Fehler der Größenordnung h². Und beachten Sie, dass damit natürlich wieder noch nicht gezeigt ist, dass das uh auch, also dass die Lösung uh von lh uh gleich f, dass die auch das u bis auf einen Term der Größenordnung h² approximiert. Dafür fehlt uns noch was und das möchte ich Ihnen in diesem Video noch kurz zeigen, was uns dafür fehlt. Also können wir daraus jetzt etwas folgern über u minus uh. Wenn wir uns das angucken, also wir wissen jetzt, lh u ist f plus einen Term der Größenordnung h Quadrat. Ich schreibe Ihnen das gleich exakt. Diese Geschichte hier in der Unendlichnorm, wir haben es an jedem einzelnen xi verglichen, dann haben wir es für die Unendlichnorm gezeigt. Das ist ein Term der Größenordnung h². Und wir wissen, lhuh, das ist einfach gleich f. Also müssen wir uns noch überlegen, dass die Gleichung lösbar ist, aber angenommen, wir hätten eine Lösung von diesem linearen Gleichungssystem gefunden. Folgt daraus jetzt, dass u minus uh, dass das auch nah aneinander liegt. Also wenn die wahre Lösung das approximierende Problem gut löst, ist dann auch die Lösung des approximierenden Problems nah an der wahren Lösung dran. Also folgt aus dieser Konsistenz auch schon wieder Konvergenz. Und da fehlt uns tatsächlich was. Und wenn Sie sich das, kann man sich leicht überlegen, wenn Sie sich nämlich angucken, was wäre u minus uh. Wir machen das auch gleich in der Unendlichnorm. Das wäre natürlich die, die uns am meisten interessiert. Und Sie möchten da das ausnutzen, was wir darüber wissen. Dann könnten Sie ausnutzen, dass Sie wissen, lhuh ist f. Also wenn ein LH mit drin steht, dann könnten Sie das UH durch das F ersetzen. Schreiben wir uns ein LH mit rein und gleichen es wieder auf mit einem LH auf minus 1. Wie gesagt, in der Invertierbarkeit von dem LH müssen wir uns noch überlegen. Machen wir im nächsten Video mit. Diese Geschichte mal U minus UH. Und hätten wir die Gleichheit, hätten wir ein LH mit dabei und dann würde hier also stehen LH hoch minus 1 mal LHU minus LHUH und LHUH war ja gerade F. Und jetzt sehen Sie, wie Sie von Konsistenz, was Sie noch brauchen von Konsistenz, um wirklich zur Konvergenz zu kommen. Sie müssten nämlich dieses LH hoch minus 1, da müssten Sie noch mit umgehen. Also was
wie viel wird der Konsistenzfehler dadurch verstärkt, dass Sie dieses lineare Gleichungssystem ja noch lösen müssen. Im linearen Gleichungssystem steckt nicht mehr viel Fehler drin, aber das durch das Lösen des linearen Gleichungssystems, durch diese Anwendung von LHOP-1, könnte sich der Fehler ja verstärken. Können Sie zum Beispiel dadurch abschätzen, dass Sie sagen, das ist eine Norm von dem Vektor, also Maximumsnorm von dem Vektor, und dann haben wir Maximumsnorm von der Matrix LHU-1 mal den Vektor LHU-F, über den wir was wissen, ist also kleiner gleich eine mit der unendlichen Norm verträgliche Matrixnorm für das LHU-1 mal der unendlichen Norm LHU-F. Und mit der unendlichen Norm verträgliche Matrixnorm kennen wir, gerade die dadurch induzierte Norm sogar. Das ist nämlich gerade die Zeilensummennorm, die wir deswegen auch mit dem unendlichen Symbol bezeichnet hatten. Also was wir jetzt schon wissen ist, diese Geschichte hier geht gegen 0. Das war die Konsistenz. Was wir noch brauchen, damit daraus auch Konvergenz folgt, ist, dass dieses LH-1, dass das nicht alles kaputt macht. Und wenn das LH-1 jetzt gegen unendlich gehen würde in der Norm, wenn wir also die Zeilensummennorm von dieser Matrix, von dieser inversen Matrix, wenn die gegen unendlich gehen würde, schneller als das andere gegen 0 geht, dann würde die Konvergenz trotzdem wieder kaputt gehen. Und Sie haben zumindest bei dem Beispiel über die Mehrschrittmethoden, haben Sie gesehen, dass solche Effekte tatsächlich auftreten können, obwohl in der Konsistenz, Bereich, sie wirklich diese Konvergenz, sie gegen Null gehen, kann eine fehlende Stabilität, kann ihnen alles wieder kaputt machen. Und so ist es auch hier. Das heißt, die Frage ist, bleibt diese Geschichte hier, bleibt die zum Beispiel kleiner gleich C? Also bleibt diese Geschichte hier beschränkt? Und diese Frage nennt man im Kontext von finiten Differenzenverfahren, nennt man diese Frage Stabilität. Und wie üblich ist es diese Unterscheidung, Konsistenz ist ungefähr dadurch definiert, oder es ist anschaulich dadurch definiert, dass man sagt, wie gut erfüllt die wahre Lösung des Problems das approximierende Problem, und Stabilität ist das, was man dann auch braucht, zusätzlich zur Konsistenz, dass durch die Lösung des approximierenden Problems einem das nicht kaputt gemacht wird, damit am Ende dann auch wirklich die Lösung des approximierenden Problems tatsächlich eine gute Approximation an die wahre Lösung ist. Also was wir noch zu zeigen hätten, wäre, dass die Norm von dieser inversen Matrix LH-1, dass die tatsächlich beschränkt bleibt, wenn H gegen 0 geht. Und das machen wir dann im nächsten Video. Vielen Dank.